let me holla at the DJ. Wir haben manchmal so eine Vierspur-Handy-App benutzt und haben so kleine Loops gemacht. Und da gibt es dann auch so, das sind dann oft immer nur Grundbausteine für den eigentlichen Beat gewesen. Also da gibt es zum Beispiel einen Loop, der bestand aus meiner Bartür. Es sollte weder nach Beats von mir klingen, noch nach Sachen von Roman so, sondern einen eigenen Flavor, einen eigenen Trademark irgendwie bekommen, der uns beide repräsentiert. Meiner Zahnbürste, meiner elektronischen. Das ist halt eine Rundreise, die so im Hip-Hop basiert. Dann ist es für mich zumindest einfach auch wichtig, einfach manchmal zu brechen und irgendwie irgendwas, das ein Sample eiert oder dass es einen Bruch gibt, wo man nicht damit rechnet. Ich glaube, irgendwas, was ich auf den Tisch gehauen habe und noch irgendwas. Das ist schon das wichtigste Projekt und auch das, wo am meisten Herzblut drin steckt, auf jeden Fall. Ich kaufe Plattenklamotten und Haufen Schwachsinn. Wer ist der King of Rap?